14. Wie alt ist man denn mit 14? Balu, Telly. Lachanfall bei der Kinder-PK mit. Nee. Ich finde eigentlich so eine Videos immer lustig. DFB, zeig mal, wie sieht's aus? So dann. Abitur 1,0. Timo Werner, Bernd Leno im. Oh Gott, Digga. Timo Werner, soll ich mir das Ding hier angucken? Ich habe ein paar Interviews von Timo Werner gesehen, Freunde. Der Mann ist so. Der Mann ist so verstrahlt. Schick, schnack, schnuck. Also, wenn du das hörst, Handy. Guck mal, und der Mats sagt, wir werden schlecht sein. Digga, der ist so am Ende irgendwie. Willkommen zu einer neuen Folge EM-Taxi mit Timo Werner und Bernd Leno. Ich wollte was sagen, aber ich sag's extra nicht. Ich sag's nicht, ich spreche es nicht aus. Regeln sind klar, oder? Ja. Gut, dann würde ich sagen, starten wir gleich. 14 Punkte braucht ihr für Platz 1. Welche beiden Teams gewannen alle ihre Qualifikationsspiele der EM? Krieg ich selbst. Belgien und Italien? Spanien und Polen? Nein. Frankreich und England? Nein. Oder Kroatien und Deutschland? Belgien und Italien. Weil Italien hat ja auch 1000 Jahre kein Tor kassiert. Ja, also Italien ist eigentlich gut gewonnen, denn die Franzosen haben gegen die Türkei haben die nicht gewonnen. Die haben verloren sogar. Aber war das nicht Nations League? War das Nations League? Ich weiß nicht, ich check das auch nicht. EM-Quali schon wieder so her. Aber ich würde sagen Belgien, Italien. Ich würde auch sagen Belgien, Italien. Würde ich auch sagen. Ja. Sehr gut, ist auch absolut richtig. Dankeschön. Klasse. Ja. Ich hole 15 Zweite Punkte. Frage. In wie vielen Ländern wird die EM 2020 ausgetragen? Boah. 3, 8, 12, 11. Also ich weiß zum Beispiel Bukarest, ich weiß München, ich weiß Spanien, dann sind es auf jeden Fall mehr als 3, es sind 8. Ich sag 8. Ich würde sagen Deutschland. Ja. England, ja. Italien, England auch, Dänemark, stimmt. Italien, Baku, safe 8. Also Holland. Sind 8 oder 11? Glasgow, Russland. Jetzt haben wir 8, ne? Lass mal von unten anfangen. Okay. Italien, Spanien. Stimmt, Spanien war auch. Stimmt, Spanien war auch. Dann muss es 12 sein. Ja. Nein. Ja, wir sagen 12. 12 ist falsch, es waren 11. Aber es waren mal 12, aber da bin ich rausgeflogen. Also, fast richtig. Aber gab es noch 11? Ja, 11 sind es jetzt. Die sind dumm, aber. Ach so, scheiße, ich hab gedacht, das wäre 8 und 12. Nee. Ja, das ist schon wieder eine Scheißerei hier. Ist in Ordnung, mal mit Absicht, Chat. In 11 Ländern, wie krass. Die Nationalmannschaft konnte trotz zahlreicher Teilnahmen nie den EM-Titel gewinnen. Krieg ich auch hin? Niederlande, Spanien, England oder Italien. Okay, ich krieg's auch nicht hin. Spanien hat safe einmal gewonnen. England weiß ich gerade nicht. Niederlande weiß ich auch nicht. Italien safe irgendwann. England oder Niederlande? Ich würde sagen England. Niederlande, oder? Weil ich glaube, England hat safe gewonnen. Aber wann denn? Das war Weltmeister gegen Deutschland. Aber sind die noch nie Europameister gewonnen? Ist England. England oder Niederlande? Also Italien ist safe, die haben schon mal ein bisschen Europameister gewonnen. Also Spanien ist raus, Spanien die, haben ist raus. Gewonnen. Die haben zweimal gewonnen. Ja. Italien würde ich auch sagen ist raus. Ja, Niederlande, England. Ja, Niederlande ist safe. Ich weiß nicht. Es ist safe England. Ich bin mir zu 100% sicher. Lass mich einen Schnuck machen. Okay, was bist Weil du? Ich bin England. Okay, ich bin Niederlande. Ihr Dummköpfe, das ist England. Wenn ich gewinne, nehmen wir England. Ja, okay. Schnick, schnack, schnuck. Tö. Ach, du bist der England. Eine gute Idee. Klasse! Ja! Warte, normal verliere ich einfach immer mal schnell. Wer gewann als Spieler und als Trainer die EM? Krieg ich hin. Franz Beckenbauer, Berti Vogts, Didier Deschamps oder Vincenzo Del Bosque? Perfekt. C. Del Bosque, weißt du, wie alt der ist? Didier war WM, ich weiß es nicht. Ja. Also Didier Deschamps auf jeden Fall Weltmeister als Trainer aber und als Spieler geworden. Ja, aber er hat Europameisterschaft nicht gewonnen. Aber warte mal ganz kurz, wir sind doch 2000 auch Europameister. Ja, aber nur Europameister. Stimmt, Scheiße. Als Trainer stimmt, als Trainer wurde er nicht. Also Deschamps nicht. Oh. Spanien kann es auch nicht sein. Weil Spanien hat zum ersten Mal... Stimmt, 2-8 gewonnen. Ja, also es ist Berti Vogt, oder? Weil Franz Beckenbauer... Franz Beckenbauer ist, glaube ich, als Trainer und als Spieler Weltmeister, aber Europameister nicht. Nee. Da muss Berti Vogt sein. Haben sie gut gemacht, die Männer. Richtig, 73. Gut gemacht, ey. Das ist einfach Taktik. Peter Vogt. Machen Sie gut. Matthäus ist der älteste deutsche Spieler, der jemals an einer Endrunde der UEFA-Europameisterschaft teilgenommen hat. Wie alt war er? Ich habe keine Ahnung. 39, 37, 35 oder 33? Ich glaube, damals haben die nicht so lange gespielt. Ich sage 35.
weiß es nicht. Der hat doch so lange noch gespielt. Ja, schon, aber es könnte auch 37, 38, 39, alles. Ich glaube, der war mal zwischendrin weg und ist dann wiedergekommen. Boah, ich sag 37. Also 30, weil es gibt doch safe jetzt jemanden, der 35. Ich sag 37 oder 39. Ich sag auch 37. Ich weiß, dass der bis 40 ungefähr gespielt hat. Das ist die Frage. Dann hat er bestimmt noch der hat ein Jahr bereits bis zum Gehtnimmer. Glaube ich auch. Ja, sagen wir 39. Ja, lass 39. 39. 39 ist richtig. Boah, stark. UEFA Euro 2000. Digga, mit 39 hat Lothar Matthäus noch EM gespielt. Was ist das Krasses? Portugal war 39 Jahre und 91 Tage alt. Jawohl. Gut so, Lothar. Letzte Frage in der Kategorie. Welcher Trainer hat die meisten Endrundenspiele bei einer Euro gemacht? Fatih Terim, Felipe Scolari, Otto Rehhagel oder Joachim Löw? Perfekt. Das habe ich vor kurzem erst gelesen. Könnt ihr wenigstens kurz diskutieren? Achso, ja, okay, wir diskutieren. Die anderen drei kenne ich gar nicht. Von der Karte. Nein, nehmt Joachim Löw, ja. Ja, okay, okay. Absolut richtig, mit 20 Spielen. Das habe ich vor kurzem gelesen. Die Frau will auf 8 Minuten kommen. Kategorie. Ich nenne euch einen Spieler und ihr müsst sagen, ob der besagte Spieler Nationalspieler war oder nicht. Pff, sehr einfach. Ja, da weiß ich, gespannt. Weiß ich alles. Jetzt bin ich gespannt, wer da kommt. Da weiß ich alles. Kevin Großkreuz. Ja. 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 Ja, stimmt. Also er war Nationalspieler. Also zählt es, wenn er nur im Kader war oder wenn er also musste er auch spielen? Nationalspieler, wenn du eingesetzt wurdest, sprich wenn du auf dem Platz standest. Der hat aber gespielt. Der hat gespielt, aber das ist natürlich dann auch eklig. Ne? Jogi Löw. Ja. Nee, der war nicht so gut. Nee, ich glaube nicht. Digga, der Typ, ne? Einfach zum aktuellen Trainer einfach mal sagen, der war nicht so gut, ey. Auch eklig, ne? Jogi Löw. Ach du, nee, der war nicht so gut, nee, ich glaube nicht. Nee, nee, würde ich sagen. Nein, ist richtig, er war kein Nationalspieler. Marc Uth. Ja. Marc Uth? Ja. Ja, warte, aber der war dabei. Der hat gespielt. Ich weiß nicht, gespielt. Irgendwann hat er ja. Ah, der hat gespielt, voll oft sogar. Ich glaube, der hat sogar ein Tor gemacht. Der gegen Holland und so gespielt. Ja, ja, der hat gespielt. Okay. Voll oft, ist ein bisschen übertrieben. Er hatte einen Einsatz, aber... Ja, okay. Er war aber ich weiß sogar noch wo. In den Niederlanden. Jens Jeremies. Ja. Ja, safe. Da hat er gespielt. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Jens. Oliver Baumann. Boah. Oliver Baumann. Ja, ich glaube schon. Nein, der hat nicht gespielt. Der war dabei, aber der war mal dabei. Ja. Oder war der da früher mal dabei? Das musst du jetzt wissen. Nein, der war nicht dabei, der hat nicht gespielt. Okay, der hat nicht gespielt. Ich vertraue gern. Ja, stimmt, er hat nicht gespielt, also kein Nationalspieler. Ja, Jürgen Klopp. Ich würde sagen, nein. Der war so Mainz, erste, zweite Liga und sowas. Ja, der hat nicht gespielt. Auch nicht, nein. Stimmt, war kein Nationalspieler. Riedle Baku. U23, ja, oder U21, aber Erste, glaube ich nicht, oder? Der hat gespielt. Hat er Erste gespielt? Obwohl. Oder ein, zweimal. Hat er? Doch, der hat gespielt, 100% hat er schon mal gespielt. Weil der hat gespielt, lass mich sagen, da war ein Freundschaftsspiel. Da waren wir alle noch nicht da und danach ist er abgereist. Der war auf jeden Fall dabei, war das nicht in... Das ist ulkig zu sehen. Der Mann ist bei mir, der ist Jürgen Würger, Freunde. Timo Werner ist Jürgen Würger. Hat hier 20 Giftsubs vor einer Woche rausgelassen, ne? So ein sympathischer Typ. Der hat, Freunde, ich will nicht den ganzen Chat zeigen, so. Aber der hat echt ulkige Sprüche auch auf den Dippen, ne? Ich finde den super sympathisch. In Leipzig gegen... Nein, nicht in Tschechien oder Russland? Ja, doch, super. Ja, der hat gespielt. Das war eine richtige Strebeantwort, da alles gestimmt hat. Ja, das ist einfach ein totales Gedächtnis. Wirklich, wir sind damit geschlossen. Ja, Abitur 1,0. Gerald Asamoah. Ja. Ja, hat gespielt. Ja. Noch zwei Namen. Hansi Flick? Ja, obwohl, ich glaube schon. Oh, Hansi Flick, war der gut oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, war der Nationalspieler? Ich würde meinen sagen, was hat denn der für eine Position überhaupt gespielt? Ja, du musst dich jetzt einschleimen, du musst ja sagen. Also, wenn du das hörst, Hansi, ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Kann der Schnick-Schnack-Schluck machen, das lief bisher immer ziemlich gut. Ja, aber ich würde auch sagen, nein. 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 Nein, das ist richtig. Oh. Schaut ihr eigentlich auf das Tablet, nur so als Frage? Nein, nee, wirklich nicht. Sie sind einfach so gut. Ja, sorry. Das ist, wir sind zwei Abiturienten hier im Auto, das ist ja Wahnsinn. Letzter Spieler. Alexander Mayer.
Nein. Nee, der hat, glaube ich, nicht gespielt, oder? Alexander Mayer. Der war bei Frankfurt, ne? Ich glaube, das war auch wieder so einer, der, ja, der war ewig gebombt hat, aber nie dabei ja, war. Ja, genau, ich glaube auch. Ja, also nein. Nein, ist richtig, er war kein Nationalspieler und damit sind wir durch und ihr habt ziemlich gut abgeschnitten. Klasse. Ich glaube, die mit dem Stadion hatten wir falsch gehabt. Die Stadion, mit dem Helmstadion. Wie dumm wir waren, die hätten wir einfach abgezählt. Ja, aber ich dachte, das nächste wäre irgendwie... Ich habe auch gedacht, dass wir ein bisschen Zeitdruck haben und dass wir einfach schneller machen müssen. Ja, jetzt nicht darauf schieben, das ist Quatsch. Nee, wir haben ja 500 Mal schon angefangen zu zählen. Wir waren immer bei 7 und dann haben wir dann haben wir neu angefangen, dann sind uns immer 3 neue auf einmal noch eingefallen. Ja, aber es war trotzdem überraschend gut. Hey, warum überraschend? Ja, weiß ich nicht. Aber wir haben ein paar Mal haben wir auch Risiko gemacht. Ja, das mit Schnickschnack Schnuck. Ich glaube, das heißt, dass wir dumme Jungs sind. Nein, das war nur. Ey, ganz kurz mal. GG von mir am DFB, das ist 0,0 cringe, das Interview-Ding. Das ist so, als wenn die Kamera gar nicht da wäre, so in der Art, finde ich. Ist Quatsch, sagt sie. Ja, ich find's gut. Ich find's gut, dass die so offen reden. Fühle ich. Sehr cooles Interview. Nicht dieses typische, verkrampfte so. Ich glaube, dass wir dumm wirken herausnehmen. Ich finde, dass der Lösungsweg auch so gut erklärt ist, weißt du? Guck mal, und der Mats sagt, wir werden schlecht sein. Wir haben einfach seinen Rekord eingestellt, weil wir die Schlauesten sind. Klasse. Wir sind die Besten, ich schwöre. Sag denn, wir haben richtig verkackt. Oh, wir sagen, damit die, werden die das aussehen und dann... Sind wir jetzt fertig? Sollen wir jetzt aussteigen? Super, danke schön. Danke, perfekt. Dankeschön. Ersten Rekord aufgestellt und dann Formel 1 schon. Ja, aber sag niemandem. Niemand sagen. Bescheid bleiben. Danke. Cooles Video, ey. Timo, so eine coole Socke. Würde ihm nach all der Kritik in den letzten Monaten so sehr einen erfolgreichen Einsatz wünschen. Wieder was gelernt, hätte gedacht. Juro wäre Nationalspielmannschaft gewesen. Also, nee, der war nicht so gut. Das war's dann mit der Ehe. Coole Socken. Auch mal eigenen Kommentar liken. Kann ich nicht. Everything has changed. Every day.